Hey zusammen, willkommen zum mittlerweile 65. Part der Let's Play Tanky Online Saga mit mir, dem New Star. Und heute habe ich mir wieder einen Kollegen ins Boot geholt. Er heißt den Tanky André der Psycho. Ah! Ja, meine Damen und Herren, das ist der Andreas. Okay. So, meine Süße, ziehst du dich denn aus? Gehst du in deine Küche, machst du was so Abendbrot? Ich will mit dir aber über Tanky Online reden, ne? Okay, ist das. Gefällt dir alles oder gibt es irgendwas? Ja, es ist alles cool, bloß die Preise sind etwas zu teuer. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Es geht mir um Tanky und nicht um deinen Haushalt. Nein, das heißt doch eine Schnauze! Ja. Naja, gut, okay. Manche sagen, dass du einen kleinen hast. Hast du erstmal die Größe gesehen? Nee, lieber nicht. Nein, ist alles okay. Lass mal da über deine Freundin reden. Hast du damit ein Problem? Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Mal so eine Frage, so unter uns Männern, so, ne? Mit welchem Satz bekommst du denn eigentlich jede Frau so rum? Papa, sieht sie auch schnell aus? Ah ja. Das wurde ja gesagt, dass du angeblich kein Obst zu Hause hast, ne? Angeblich, ne? Also, ich war ja bei dir und ja, ich kann das bestätigen. Kein Obst nicht im Haus haben, obwohl, man sieht, es ist Obst im Haus. Ich kann es nicht sehen und ich will jetzt auch nicht über Obst und Gemüse diskutieren, ja? Und jetzt diskutieren wir weiter. Ich will aber nicht, beruhige dich mal. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber jetzt wird weiter diskutiert. Nein! Findest du, dass ich der beste Tanky Online Let's Player bin? Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Ja, na gut, Und was ist mit Grayshay? Wie findest du ihn? Hochnäsige Zicker. Ja, hattest du heute überhaupt schon was getrunken? Ich hab meinen Kaffee getrunken. Aha, ja. Naja gut, mal so eine Frage zu Tanky. Wurde dir sicherlich auch oft gestellt, aber wieso hast du dir Ricochet als erstes auf M3 gemacht? Also für mich ist das sinnlos, aber... Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Ja, du meinst sicherlich deine Garage, oder? Ich krieg dir keinen auf den Schnauzer. Okay, schrei einmal und dann komm aber ganz schnell runter, ja? Ich war ja gestern auch noch im Game mit dir und dir wurde ja da gestern eiskalt die Goldie geklaut. Aber wirklich, war es ja vor der Goldie und BAM! Wurde sie geklaut. Was sagst du denn dazu? Nein, jetzt fällt ich! Und was hast du dir gedacht? Halt, stopp! Ja, na gut, ich würde mal sagen, wir brechen an dieser Stelle einfach mal ab, weil das eh keinen Sinn mehr hat. Du kannst wohl... angeblich irgendwie gerade nicht mit mir reden, weil du da deine Tage wohl hast. Ist ja auch vollkommen egal. Aber möchtest du noch irgendwas sagen, so als Statement, so als kleines Schlusswort, irgendwie was an deine Fans richten? Möchtest du? Die Wohnung bleibt so, wie sie ist! Und es wird sich halt nichts ändern! Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist! Es wird sich halt kein bisschen ändern! Ja, meine... Damen und Herren, das war der Andreas. Ich glaube, den muss ich gleich mal löschen. Ne? Aber gut, kommen wir mal ganz schnell mal zu den Fragen, die mir gestellt wurden. Ich habe 4 Fragen rausgesucht für euch und dann fangen wir mal gleich mit der ersten an. Und zwar, wie fühlst du dich, wenn du in deiner Aufnahme kein Gesprächsthema hast? So circa 1 bis 5 Minuten nichts sagen. Ja, ist natürlich blöd für mich. Aber ich versuche das natürlich immer so hinzubekommen, dass ich rede, um halt das nicht langweilig darstellen zu lassen, so was ähnliches halt, ja, okay. Mir selber ist das natürlich auch dann immer unangenehm, wenn, ich weiß ja, dass es dann langweilig ist und so, aber ich find's einfach kacke. So, kommen wir mal zur zweiten Frage. Machen wir mal ein Video? Fragezeichen, Fragezeichen, mit freundlichen Gruß oder Grüßen. Peace, Leute, 2. Nein. Du kannst mir aber eine private Nachricht senden mit ein paar Informationen, dein Skype-Name vielleicht, wenn ich dich noch nicht geaddet habe. Oder ich gebe dir einfach meinen und wie alt du bist und so. Wo du herkommst, das musst du mir sicherlich nicht schreiben, aber naja, gut, machen wir aber weiter. Wie viel Geld hast du für Tanky ausgegeben? Please beantworte diese Frage. Und ich bin Feger 22. Ja, schön. Und ich bin heißer Feger, aber darum geht's jetzt nicht. Es geht also um das Geld, ja. So, ich würde mal sagen, so 60 bis 70
habe ich sicherlich schon ausgegeben. Ist natürlich heftig. Ja, fällt mir gerade so auf. Oha. Oder warte mal. 10 habe ich geschenkt bekommen. Die kann man jetzt eigentlich rausnehmen. Ah, nee, ich habe 15 geschenkt bekommen. Die kann man rausnehmen. Ich habe 50. Oder? Einmal 20? 50 habe ich, glaube ich. Ja, ich glaube, das waren nur 50. So. Naja, aber es gibt ja andere, die haben mehr investiert, ne? Aber ich will jetzt keine Namen nennen oder so. Nein, okay. Machen wir mal weiter. Kann ich mal mit dir ein LP machen, please? Mein Name ist Motorsock. Okay. Und ich habe Donner. Und, Entschuldigung, und hab Donner in 2. Joa. Naja, auch bei dir wieder. Schreib mir eine private Nachricht mit deinem Skype-Namen, deinem Alter. Und dann guck ich mal, vielleicht mache ich mal. Ne? Vielleicht. Ich hab vielleicht gesagt. So, und weil das Video sonst zu kurz wird, habe ich mich dazu entschieden, hier kommt jetzt das, was ihr wolltet. Ja, es kommt jetzt. Und zwar das Rap-Battle. Mein Text. Leute, es ist scheiße, aber bitte macht mich nicht runter, okay? Okay. Okay, also viel Spaß. 3, 2, 1 und 11. Nein. Deinen Abonnenten erzählst du zwar irgendeinen Scheiß, doch deinen fetten Panzer, den leg ich auf Eis. Zack, lick, lack, Junge, jetzt bist du weg. Willkommen im Untergrund, denn hier bist du Dreck. Ja, dann hol doch dein Priest, dein Hornet, dein Hunter, mir egal. Denn ich bin der Panda. Ich scheiß auf die Drugs, ich scheiß auf M3. Geh mal lieber suchen, dein verkümmertes Ei. Mit 200 Abos, da hast du nichts zu melden. Tut's lieber einen Gefallen und melde dich selber. New Star hat gesprochen und alle hören zu. Ich bin halt wie geiler, nun gib es doch zu. Diese 4 Rauten, die bedeuten dein Tod. Ach komm, Tomatenfresse, jetzt werd mal nicht rot. Ja, wenn ich will, dann regnet das Feuer. Denn ich bin das Tanky Let's Play Ungeheuer. Umgeben von Fans, die finden mich besser, ist klar. Denn niemand mag dich, du Stresser. Deine Videos sind monoton und haben keinen Zweck. Ich zieh dich auch ein zweites Mal in den Dreck. Und deine Abonnenten, die hau ich in die Tonne. Diese Kellerratten verdienen keine Sonne. Du denkst, ich wäre jetzt abgehoben, doch wer hat dich gestern auf der Karte abgezogen? Durch mich bekommst du die Abos und den Fame. Doch Herrgott nochmal, die fehlt auch der Aim. Ich habe die Schaff, ich nehme dich ins Visier. Für mich bist du nichts weiter als ein hilfloses Tier. Die Saga ist vorbei, die Koffer sind gepackt. Auf deinem YouTube-Channel wird einfach nur gekackt. 3, 2, 1, bam, Knöchelkick. Und deiner Freunde verpasse ich einen heftigen.